Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es vielleicht schon an meinen Augenringen. Es geht in den Bikepark Winterberg. Heute zur Eröffnung. Wir hoffen, es geht alles glatt und sind mega gespannt. Wir haben gerade beim Sender Steve alles verladen und starten jetzt gleich los nach Winterberg. Wir werden knapp pünktlich zur Eröffnung da sein. Also seid gespannt, wie wir Noobs uns im Bikepark Winterberg schlagen. Bis gleich. So Leute, wir haben noch eine gute Viertelstunde bis nach Winterberg. Und, Leute, Highlight heute des Tages. Der Sender Steve hat gerade sein Channel-Intro aufgenommen. Ne, nicht Channel-Intro, Video-Intro. Denn er droppt heute auch ein Video aus Winterberg. Link zu seinem Kanal findet ihr unten in der Beschreibung. Wir fahren jetzt gleich weiter und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie es in Winterberg läuft. So, Leute, wir sind angekommen und laden jetzt gerade so ein bisschen aus. Es ist verdammt kalt. Ich bin extra ein bisschen mehr angezogen, als ich eigentlich wollte jetzt. Und es ist schon viel los auf dem Parkplatz. Wir werden jetzt gleich direkt starten und mal gucken, wo wir hier hin müssen, weil, keine Ahnung, Riesengebiet. Wir haben es geschafft nach oben. Ist ein bisschen komplizierter hier alles, aber jetzt sind wir bei den Schildern und ist alles ein bisschen logischer. Wir starten jetzt in die Flow Country, um ein bisschen warm zu rollen, das Ganze hier mal abzuchecken. Mal sehen. Okay, erste Runde. Die Flow Country Line ist ja die Line, die eigentlich jeder auf YouTube zum Warmmachen fährt. Und genau das haben wir dann auch getan. Wir haben uns die Flow Country mal easy peasy angeschaut, mal nicht zu schnell runterbrettern, weil man kann sich die Strecken nicht so gut von außen ansehen. Deswegen muss man sie einfach vorsichtig abfahren. Aber schon mal vorweg, die Flow Country wird, wenn man einfach laufen lässt, ganz schön schnell. Und das ist eigentlich ein gutes Training für mich, mal zu trainieren, weniger zu bremsen. Und in den späteren Abfahrten wurde das auch immer besser und besser. Erste Abfahrt geschafft, Flow Country. Ich muss sagen, die macht schon echt Bock, richtig geil zum Einfahren. Nichts Schwieriges dabei, man kann alles eigentlich überrollen, muss nichts springen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, an welchem Lift wir gerade sind. Ich glaube, das ist der große. Wir fahren jetzt mal hoch und würde ich sagen, wir fahren noch eine blaue, oder? Also die zweite blaue Line kann ich beim besten Willen nicht richtig aussprechen. Also wenn jemand weiß, wie man die richtig ausspricht, sie schreibt sich irgendwie so Kyrhill irgendwie so. Aber naja, die ist im Endeffekt auch eine Anfängerline, aber mit ein paar heftigeren Tables, die ein bisschen mehr kicken und aber trotzdem alles auch easy abrollbar für Anfänger. Dazu sind die Anliegerkurven einfach ein kleines Stückchen steiler. Direkt im Anschluss haben wir uns die Woodpecker angesehen und ja, da fährt man einfach, wie der Name schon so ein bisschen sagt, einfach ein bisschen auf Holz rum. Ziemlich cool auch für Einsteiger hier dieser Wallride, um so ein bisschen sich ranzutasten. Außerdem ein paar kleine Drops, die man auch einfach easy überfahren kann. Übrigens, auf dem Weg haben wir den Kai getroffen, der hier gerade vorfährt und der hat uns so ein bisschen durch den Park geführt. Das ist auch auf jeden Fall praktisch, denn der Park ist halt nicht ganz so easy zu überblicken und wenn man da jemanden hat, der sich ein bisschen auskennt, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Als nächstes stand die Freeride auf dem Programm und darauf war ich schon richtig gespannt, weil jeder sagt, die Freeride Line ist richtig, richtig nice. Achtung, langsam. Ach, noch nicht ganz fertig hier. Oh Gott.
Okay. Step up. Eins sage ich euch, diese Anliegerkurven, die ihr hier gerade seht, die schieben schon ein mächtig vorwärts und vor allem drücken sie dich richtig krass in die Kurve. Mir hat es persönlich sehr geholfen. Durch die kleinen Tipps vom Thomas im Coaching bin ich hier auf jeden Fall viel, viel sicherer unterwegs gewesen. Auch wenn ich noch das eine oder andere definitiv mehr verinnerlichen muss und aktiver fahren lernen muss. Aber nichtsdestotrotz hat es mich definitiv ein großes, großes Stück weitergebracht. Deswegen nochmal danke an Thomas. Als nächstes hat der Kai sich dann mit uns die erste schwarze Line angeschaut. Und zwar die Downhill Line. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schiss, da das erste Mal war, dass ich jetzt Steinfelder fahren sollte. Und ich war sehr, sehr gespannt. Zwar hatte ich da auch schon ein paar kleine Tipps vom Thomas bekommen, aber ich habe es halt einfach noch nie ausprobiert. Baumstamm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und dann war es auch schon soweit. Das erste Steinfeld stand an. Kurz mal drüber geschaut und sich eine Leine ausgesucht und dann einfach runtergefahren. Schon drüber. Ah, das. Also alles in allem muss ich sagen, ich war mit den Steinfeldern schon ziemlich zufrieden. Dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe, auch wenn die Steinfelder vielleicht auch gar nicht so wild hier sind. Also das ist in Olpe zum Beispiel, sieht um einiges heftiger aus. Aber nichtsdestotrotz hat die Downhill-Line dann ganz gut funktioniert. Leider hat sich am Ende der Steve irgendwo dreifach überschlagen, hat sich aber nicht so viel getan, außer eine geprellte Hand und ein paar Schürfwunden. Nichtsdestotrotz mussten wir dann erstmal eine kleine Pause einlegen. So, kurze Pause für den Steve, weil er sieht nämlich aus wie so nach dem Sturz. Aber kurz den Flieger gemacht. Leider hat die GoPro nicht angehabt, weil er wollte sparen von Akku und Speicherkarte. Aber ja, jetzt starten wir die zweite Runde. Ich glaube, wir schauen uns den Übungsparcours mal direkt am Anfang hier an und dann steht auf jeden Fall die North Shore noch auf dem Programm. Den Übungsparcours findet ihr übrigens direkt am Anfang vom Park und ist eigentlich super cool. Ein paar schöne Tables, auch Anliegerkurven kann man hier üben. Perfekt also für Einsteiger. Nach der Pause haben wir uns dann noch einmal die Flow Country getreu aller YouTuber zum Warm-up vorgenommen. Und diesmal auch schon ein kleines Ticken schneller. Allerdings glaube ich, dass den eigentlich noch viel, viel schneller zu fahren geht. Also ich denke mal hier mit 60 Sachen ist das easy machbar eigentlich, wenn man dann die Eier dazu hat.
So Leute, ich sitze allein im Lift. Die anderen haben mich verlassen. Steves Hand tut schon noch ein bisschen weh beim Fahren. Der muss auf jeden Fall halblang machen. Auf dem Programm steht auf jeden Fall die North Shore. Naja. Probieren wir es mal. Und ich sage euch eins, vor der North Shore hatte ich hier mit am meisten Respekt. Denn diese komischen Holzelemente, die irgendwie super dünn sind und dann sich durch den Wald schlängeln, waren mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Aber naja, irgendwie wollte ich es auch dennoch ausprobieren, weil sie ja eigentlich nur rot gekennzeichnet ist und man eigentlich ja auch nur auf einer Linie fahren muss. An sich waren die ersten Holzelemente auch überhaupt nicht schwer und auch der Rest der Strecke ist eigentlich nicht wirklich ultra anspruchsvoll. Es gibt keine bösen Überraschungen, aber dann kamen wir zur Stelle, wo es dann tatsächlich spannend wird. Ah, okay. Jetzt wird's lustig, oder was? Ja. Shit. Da pisst man sich schon ein bisschen ein. Richtige Angstblähungen. Ja, ich hab die ganze Zeit gefurzt. Scheiße. Das erste Mal. Ich bin einmal fast abgestiegen. Viel zu wenig Geschwindigkeit hier. Knapp. Also wir haben eigentlich alle Lines einmal ausprobiert, bis auf die Blackline. Weil nach dem Sturz vom Steve hatten wir eigentlich nicht mehr so Bock auf so viel Gerumpel und wir wollten auch seiner Hand nicht so viel zumuten. Nichtsdestotrotz sind wir dann einfach nochmal los und haben verschiedene Lines kombiniert mit Transferwegen hin und her, um einfach noch so, ja, so ein bisschen Spaß zu haben in dem Park. Denn so langsam kannten wir uns dann ein bisschen aus und waren auch nicht mehr so verwirrt über die Streckenführung.
Also langsam fühlten wir uns richtig wohl, aber so langsam wurde man auch immer und immer müder. Deswegen wurden auch immer mehr Pausen eingebaut, die nicht gerade dazu geführt haben, dass wir so im Flow geblieben sind. Deswegen sind wir letztendlich am Ende nur noch irgendwie Flow Country gefahren und ziemlich flowige Strecken, weil man da sich einfach nicht so heftig konzentrieren muss. Zum Schluss wollte ich aber unbedingt noch ein paar Sachen auf der Freeride ausprobieren und habe mich dann mal kurz ins Geländer gelegt. Ich habe den Sprung genommen und dann die Kurve nicht gekriegt. Weißt du, wie das aussah? Das sah so aus, so. So, ich geh mal jetzt an die Bande. Und nach dem Sturz musste ich direkt an Thomas denken, wie er gesagt hat, wenn dann das Dopamin einkickt nach einem gelungenen Sprung, dann vergisst man alles andere drumherum. Und ja, ich glaube, genau das ist mir hier einfach passiert. Definitiv muss ich auf jeden Fall hier nochmal hin, denn es gibt noch viele, viele Features, die ich auf jeden Fall ja einfach noch öfter üben muss oder überhaupt mich mal das Ganze trauen muss oder mein Level einfach noch ein bisschen steigen muss, bis ich hier alles fahren kann. Aber schon mal für den ersten Bikepark-Besuch hier in Winterberg bin ich mit mir zufrieden gewesen. Ich habe mich nicht, ein bisschen aufs Maul gelegt habe ich mich schon, aber das war ja eher ans Geländer stellen, wie Steve gesagt hat, deswegen halb so wild. Ah, mein Gott. Ganz zum Schluss wollten wir uns nochmal die Slopestyle-Strecke ansehen und Leute, also wenn ihr die Videos seht von so Slopestyle-Leuten, ne, dann denkt ihr ja, oh ja, ein paar Tables, aber wenn ihr das in real hier seht, das ist so heftig, die Wallrides, die Jumps sind riesig groß und ich muss echt sagen, Respekt an alle Leute, die das hier fahren. Leck mich am Zückerli, ey. Guckt euch diese fetten Hügel an hier. Next Level. Ja Leute, was geht ab?
ich bin zurück zu Hause und wollte mich einfach noch mal kurz melden. Ich bin echt müde und fertig von dem ganzen Tag Bikepark. Ich muss sagen, richtig schöner Park. Mir gefällt es persönlich viel besser als Willingen. Aber muss dennoch sagen, Olpe zum Beispiel, für die Hälfte der Strecke genauso lohnenswert auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall, weil es auch genauso abwechslungsreich ist. War auf jeden Fall ein geiler Tag. Eine Sache noch, muss ich sagen. Ein paar von euch haben mich ja angesprochen. Das hat mich mega gefreut. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und deswegen habe ich vielleicht auch teilweise so ein bisschen komisch reagiert, weil ich so perplex war. Okay, irgendwer erkennt mich gerade. Grüße nochmal an euch alle, die ich getroffen habe. Hat mich mega gefreut, euch mal persönlich kennenzulernen, einfach ein paar Gesichter zu haben zu den Namen, die man sonst in den Kommentaren liest. Und ja, wenn du neu hier auf diesem Kanal bist, herzlich willkommen. Lass mir gerne ein Abo da unten in der... Komm mal, ich bin schon voll durch, ey. Kommentier gerne hin. Du weißt Bescheid, wie das läuft. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.